Das ist immer wieder, dass du hier schauen musst, dass das, also ein K, Entschuldigung, ein K, die sprechen, du siehst in der Umschrift ein Ch und ist aber im Original ein Kaff, weil die eben das K als Ch aussprechen, in der Mitte und am Wortende. Dann haben wir Messer, also MSSR mache ich dieses SS als ein Sammech, also lese das Doppel-S als Sammech, dann heißt es mitteilen, übergeben, übermitteln. Und wenn mir das Sammech, also das Doppel-S als ein Shin, links punktiertes Shin heißt es Stellung, Posten, Sach, Flüssigkeit und Bord. Bord haben wir wieder Lüge, Erfindung. Jetzt. Jetzt sind wir mal ein wenig tiefer gehen. Pi ist das Wissen Gottes. Pi ist das Wissen Gottes. Gilt als unendlicher, nicht periodischer, dezimaler Bruch. Aalbruch. Okay? Unendlich, nicht peri. Peri heißt ringsum im Griechischen. Also nicht ringsum sind die augenblicklichen Erscheinungen. Ischer Dezimalbruch. Beruch im Geist. Peri ist ringsum. Ott als 70,4 gelesen heißt Zeuge bis Ewigkeit. Und Ott als 1,4 gelesen heißt es Dunst. Das sind die geurteilten raumzeitlichen Erscheinungen. Ich ist klar das Bestehende. Und er heißt erweckt, erwacht. Und jetzt haben wir die ersten 26 Stellen von Pi. Mit der 3 vor dem Komma stellen sich so dort. 3,141,5926, bla 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 bla. Und jetzt machen wir einfach mal Folgendes. Hiervon lässt sich ein Pi-Alphabet bereiten. Wir machen A ist 3, B ist 1, C ist 4, D ist das, genau diese Reihe durch. Auf diese geistreiche Weise transformiert, da gibt zum Beispiel das Wort Jesus Christus, den Wert 74. Und das ist et Zeuge bis Ewigkeit. Der Teufel ergibt nur die Hälfte davon, nämlich 37. Und das heißt abweichen. 37. Lamed Zayin ist abweichen. Das ist nur die Hälfte davon. Es wird übrigens. Jetzt pass auf, weiter in dem Bi-Alphabet. Das englische Secret of Words ergeben 74 ebenfalls. Die Geister in der Maschine ergeben deshalb 111. Und 111 ist ja Al-F, die Geister in der Maschine. Und die dazu gehörenden gespiegelten Facetten sind Taktfrequenzen der Materie. Taktfrequenzen der Materie ergeben auch 111. Das ist die Spiegelung, die du dazu brauchst für die Vollkommenheit. Okay? Und jetzt kommen wir ganz kurz zu den Taktfrequenzen, weil das viele, ich habe das ein paar Mal schon angesprochen, viele, wenn du das Wort Frequenz hast, denkst du immer an diesen da, dass das lateinische Wort mit dem gar nichts zu tun hat. Es ist als hier, das lateinische Wort Frequenz bedeutet zahlreich und in Menge anwesend. Lies aus Frequenz. Was jetzt da ganz köstlich ist, dass dieses in den Qu-NS, Qu ist ja wieder existierende Raumzeit, heißt Wunder und Flagge. Aber ganz toll ist, wenn du einen großen Langenscheid hast, Latein, das lateinische Suffix, und Suff haben wir ja das Suff schon mit drin, Suffix, das am Ende ist, das hilft mir wieder. Das steht da extra geschrieben als Suffix Qu, bedeutet wie und somit und daher und dabei. Jetzt pass auf, wörtliche Beschreibung laut Langenscheid, müsst ihr auf der Zunge zergehen lassen, steht wirklich so im Langenscheid drin. Qu verbindet zwei Begriffe oder Gedanken zu einem zusammengehörenden Ganzen. Das ist Frequenz. Und da kommt das Sequenz. Wir sind wieder bei unserem Lamm. Se ist das Lamm. Sequenz verbindet zwei Lamm. Achte auf das Lamm. Geiles Zeug, ne? Ich sprach nicht alles. Merkt ihr jetzt die Trümmer? Die Schwierigkeit, mir hat mir der Christa gesagt, wenn ich jetzt hier definitiv rede, was ihr nicht merkt, das ist genau der Zustand. Ich habe hier, ich sage mal, 500 Seitenbücher. Und jetzt stellst du eine Frage, um die genau zu beantworten, muss ich dir das erklären. Aber du kannst nur Wort für Wort aufnehmen. Und bis ich dir zwei Sätze erklärt habe, hast du die ersten schon wieder vergessen. Also kannst du nur mit einer unendlichen Geduld immer und immer wiederholen und rumkreisen. Und das ist alles nicht nötig, weil ich sage, denk ganz tief, der Finanzamt Brief in Du bist ich, wo ich referiere über Weisheit und Vielwisserei. Es ist ja alles in dir drin. Das Einzige, was ich verlange, erfreue dich an dem Film, den du dir zurzeit anschaust. Das Problem ist nicht der Film, sondern wenn du mit einem extrem mangelhaften Wertesystem permanent an allen möglichen rumglotzt. Wo es überhaupt keinen Grund mehr gibt. Das ist immer dieses nach oben orientieren. Diese ideale Nachrichten, die gar nicht von dir sind, mein Zungenpiercing-Beispiel, wo du gar nicht auf die Idee kommen würdest, dass du sowas machen würdest, wenn du es nicht nachäffst. Und da hast du genügend Beispiele in deinen Filmen, die machen dir das alle vor. Diese Rechthabereien, dieses,
hier Recht durchsetzen wollen, wir fänden jetzt wieder hier die ganzen Demonstranten ein, egal um was sie demonstrieren. Du wirst merken, umso gutmenschlicher sich einer zeigt, die Welt retten wollen, umso böser ist er eigentlich. Die Mephisto-Geschichte. Gut? So, jetzt haben wir es aber gleich. Leute, ein klein, die letzte Seitchen. Jetzt machen wir hier mal richtig heftig für Jürgen. Das ist jetzt nicht heftig in der Sprache, aber in der Tiefe. Wir gehen einmal tiefer, pass auf, im Original. Das heißt in der Dora Kadosch, in der heiligen Dora. Dora heißt ja eigentlich Reihe. Reihe und Kadosch ist die Reihe, wird heilig. Was da übrigens immer noch, weil mir das gerade spontan einfällt, wenn ihr den Zadik lesen nennt. Der Zadik ist ja der Gerechte. Der Gerechte. Das ist richtig, aber da wirst du sehr vielfältig hören, weil die Radix Zad heißt Seide. Das hatten wir gerade. Das ist nur eine Seite, hast du das angesprochen? Ja, und jetzt musst du wissen, ist einer gerecht, der bloß eine Seite vertritt? Da wird der Zadik, jetzt kann ein Gerecht ist, aber da muss ich wissen, dass da schon einmal in den Zadik nur eine Seite ist und die ganzen, wenn ich sage, der ist gerecht, da schaffe ich im selben Moment Ungerechte, dann setze ich den bloß wieder auf eine Seite. Dann soll ich, wenn einer sagt, der Udo ist gut oder der Udo ist schlecht, der ist so oder so, ich sage, die haben beide recht, weil ich bin ein Kegel. Der eine behauptet, ich bin ein Kreis und der andere behauptet, ich bin ein Dreieck. Und wenn du jetzt Ego hast wie unser Folger, apropos unser Folger, hat er da so ein tolles Smell, habe ich heute von ihm gekriegt. Das hat er bestimmt auch gekriegt. Hast du das drin oder hast du den gelöscht? Das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen, weil jetzt ist ganz klar, dass ich der größte Arsch bin, der rumläuft. So direkt ist ja noch niemand unser Folger. Was hat ihn so wild gemacht? Das kann einer als Antwort. So, jetzt pass auf, ein kleines Stück haben wir noch, okay? Das heißt, im Original der heiligen Dora gibt es ja bekanntlich, und jetzt kommt wieder ein Satz, immer, wir sind Bizahlen kodiert, keine Vokale beim Schreiben. Diese Worte ergeben im Bi-Alphabet den Wert 1, 2, 3, also 123. Das musst du lesen als ABC. Habe ich hier in den Farben, 1 ist rot, öffne die 2, und die 2 fängt zu iterieren an. Das ist das C, steht für die Lichtgeschwindigkeit. Okay? Jetzt habe ich also hier eine Kette, das ergibt auch 1, 2, 3 und das bedeutet Gutsbesitzer. Das will ich jetzt gar nicht weiter auffächern. Das ist nämlich in den Gutsbesitzer die Kette, wenn man anschaut, ist Besitzer, Herr Gatte und Landbesitz. Und da kommt dann, da heißt es am Ende Aleph Chasa. Und Chasa ist ja die Brust, wenn ich die blau schreibe, heißt es der Schöpfer. Der Brust und Chasa ist ja auch Geiste sehen, wenn ich es rot schreibe. Das heißt, die Schöpfung wird im Geiste gesehen. Das ist das 1, 2, 3. Aber jetzt kommt das Entscheidende, unser letztes Stück. Vokale weglassen ergibt deshalb natürlich 1, 1, 1. Wenn man aus dem Wort Taktfrequenz, hat man ja gerade, hat übrigens 56, die Vokale hat übrigens den Wert 32, ist Leb. Da kommen die Lichtpolaritäten, das Leben in dir kommt durch die Vokale, okay. Das heißt, die sogenannten Eigenlaute, man nennt die ja so, ne? Die Vokale sind ja die Eigenlaute. Entfernt. Das eigene entfernt. Wir machen aus dem Wort Taktfrequenz, entfernen wir die Eigenlaute. Ihr seid dabei. Dann bleibt Taktfrequenz. Okay? Übrig. Und das ergibt 37. Aber jetzt pass auf. Aufgepasst. Das ist das letzte Bonbon. Die gestrichenen Eigenlaute im Wort Taktfrequenz. Siehst du das? Das sind A, E, U, E. Das heißt in dem Primzahlencode 3, 5, 6, 5. Das heißt, Aleph Geist ist H, W, H oder J, H, W, H. Punkt. Das ist jetzt noch die Kokosraspe gewesen am Sahnelöcher. Das ist natürlich auch kein Zufall, dass du die 37 auseinandergenommen hast, denn dieses Lichthaus... Die 37 ist eine elementare Radix, weil die ist eine, die erste, die Lichtvielheit ist eine unheimliche Schöpfungskonstante. Und dieses Lichthaus 121, das ist die Hausnummer 37-2. Ja. Ja, du kennst schon Brille. So, jetzt haben wir aber die Schnauze voll. Jetzt kann man ausmachen, hier. Okay. Jetzt habt ihr ein bisschen in die Arithmetik reinschauen dürfen. Das war spitz. Ja. Das nützt dir, wenn ich jetzt immer wieder sage, nützt dir das, es geht nur darum, dass du begreifst, ich wiederhole das immer wieder, dass du in eine unendliche Harmonie eingebettet bist. Und es so ein Frevel ist. Jeder, der an irgendwas rumnördelt, weil er zu blöd ist, die Harmonie zu sehen und dann noch sagt, was ist das für ein Gott, der sowas zulässt, der spuckt mir ins Gesicht. Es ist natürlich, dass diese Figuren sind einfach nur Zeichentrickfiguren. Die sind dazu da, dass du das erkennst und nicht mit den Wölfen holst.
Das ist was ganz, passt schon, wie ich Frogs nehme. Das ist was ganz, was in ihm ist. Und was ich jetzt gerade drin würde, wäre irgendwie noch einen Schritt Weizen drin, und dann mach aus. Was jetzt schön ist, dass ich gleich sage, das ist ja seit Ewigkeiten da, dass sobald du was begriffen hast, kannst du, wenn dich das interessiert, wirst du feststellen, wie du dann zufällt, dass es dann irgendwo auftaucht. Das kann sein, in einem Buch auftaucht, dass das in dem Internet auftaucht. Du musst wissen, dass das vorher nicht freigeschaltet war, und lass dich nicht von den Jahreszahlen irritieren. Ich sage das immer wieder, das Thema, wo wir so hatten, der schreibt ja alles von meiner Rippe. Wo ich sage, du musst die Hierarchie, es geht umkehrt. Du denkst dir von jetzt das Unvollkommene aus, nach hinten, die Zukunft ist immer vollkommener, wie das, was du dir ausdenkst. Und wenn du meinst, dass der vorher schon war, das ist Blödsinn. Du musst immer schauen in der Hierarchie, das ist wie mit den Namen, wenn die Moslems sind ja so auf ihren Koran. Und das ist, wenn ich Zahlensystem der 1 annähere, umso mehr ich an die 1 komme, umso weniger wird es, umso vollkommener wird es, ja, kompakter. Das heißt, dort das arabische Alphabet mit 28 Buchstaben arbeitet, das übrigens synchron ist, das kann man, jetzt soll ich schon weg, synchron läuft mit dem Hebräischen, du müsstest die Dateinummer gut drauf machen hier. Die kann man das zuletzt hatte es. Richtig. Die habe ich hier drauf. Dankeschön. Das Ding, das die PDF. Ja, ja. Die PDF. Dass die synchron läuft, aber da ist ja so, dass es hier das Hebräische eigentlich grundsätzlich sind. 22, die 5 Endzeichen, so ich lasse mal weg, wenn du jetzt Zahlen schreibst, aber du kannst jetzt hier dann natürlich auch 500, 600 schreiben, aber normalerweise schreiben wir 60, 500 ist 20 Kaf, die 600 ist ein Mem, was das, das geht so und so. Und da ist es, dass zum Beispiel dann, wir haben 22 mit den Endzeichen 27 und das 28. Zeichen, was die 1000 wert durchgezählt, ist Aleph. Aber da haben wir ja Aleph. Und da ist, da hat die Moslem, die arabische Schrift, hat 28 Zeichen. Die haben praktisch für das 1000 eigenes Zeichen nochmal. Das G. Und die Endzeichen auch nochmal eigen. Das heißt, da das mehr sind, ist es nicht ursprünglicher. Das ist das, was er da sagen wollte. Das hat er behauptet, wir sind älter. Oder jetzt eine Song Hindus, weil die das eh nicht machen. Das ist das. Das ist das. Dass du hier, das ist jetzt das arabische Alphabet. Kannst du mal kurz ein wenig runterscrollen? Das ist jetzt nur die Zeichnung, die ich gemacht habe, weil das ist also im Prinzip das Problem, dass das ja, ich sage immer wieder, wie wenn Hühner über einen Hof laufen. Das arabische Schrift ist wie hintergekrechselt. Und was da kommt, was da, das ist nur jetzt phonetisch, aber du siehst da die Zahlen, das sind, die machen ja auch extreme Gematria. Und das ist jetzt das genau Kaf, Lim, Mim, siehst du, das ist dieselbe. Ah, die Worte, wo ich die wenigen Sachen, wo ich den Koran übersetze. Wo ich übrigens auch sehr viele, wenn ich mit Leuten allein bin, wo ich sehr viel den Koran zeige, wo ich dir auch Programme zeigen kann, die ähnlich wie mit den hebräischen Programmen im Koran, wo du in den Grundradixen siehst, dass es alles hebräische Wörter sind. Ich kann mir das in einem arabischen Lexikon anschauen. Und die Schriftzeichen ist ja nicht nur, dass das so gekritzelt ist, sondern was noch fehlt, dass die viele, viele Buchstaben am Wort Anfang, am Wort Mitte und am Ende komplett anders schreiben. Das heißt, da habe ich zumindest ein Buchstaben und 5 Stück waren am Ende anders geschrieben. Das kann man sich noch merken. Aber wenn ich da jetzt sage, von den 28 Buchstaben, wenn hier was weiß ich, 26 in der Mitte und am Wortende nochmal anders geschrieben, dann das gekriegt, dann noch kann man das überhaupt. Wenn du programmiert bist, geht's, aber das musst du nicht lernen. Das macht keinen Sinn. Das ist ja unheimlich schwierig, wie jemand mal sagte, ja, aber das die hebräischen Schriftzeichen, die sind doch gar nicht so alt, da gab es noch viel ältere. Wie kann das sein? Da kannst du nicht mitreden. Alles noch geplappert, alles noch geplappert. Da kannst du nichts mehr sagen, da musst du das ist, du kannst nur im Mund, wenn einer nicht neugierig ist, und das Erste, es gibt nur hier und jetzt, alles, was die sagen, wenn du reingehst, wo die Arche gelandet ist und die archäologischen... Du weißt, normale naturwissenschaftliche, archäologische Sachen kannst du gar nicht mehr backen, weil das ist das Dürfste, was es überhaupt gibt. Weil jeder, der hier ganz rechthaberisch macht, dir bewusst, jeder, der dir was erzählt, kann nur geistlos was nachklappern, was er aus Büchern und vom Hörensagen kennt. Und auch gelten lassen, wenn jetzt, die werden jetzt mauern. Das ist aber dein Problem. Das ist so wie irgendein kleingeistiger Idiot, der unserem Volker versucht zu erklären, dass er Depp ist. Das ist, ich habe hier, wie gesagt, vor 2 Jahren schon geschrieben. Es ist nur ein Programm, wenn du im Internet vorn gehst, du sitzt am Computer und jetzt, wer sagt dir, dass im Hintergrund kein Programm ist? Und ich sage dir, alles, wo rechthaberisch ist, es sind nur Programme, reine KIs, die ich so programmiert habe, dass die, egal was du magst, dagegen sind. Und dann kannst du dir die Zähne ausbeißen. Das einzige Ziel, was die sind, dir zu erklären, dass du nicht recht hast.
Da ist, wenn Geist ist, kommt irgendwann einmal die Demut, dass ich sage, es ist Schluss. Zumindest, dass ich erkenne, dass das einfach nur ein Programm ist. Dann reagiere ich nicht mehr. Aber jetzt schießt du und solange du da drauf schießt, schaukelt sich das hoch, weil dir praktisch dein eigener Geist, der nicht loslassen will, der Recht haben will, der überzeugen will, steht dir die Spiegel gegenüber. Und da musst du die Größe haben, dass du sagst, jetzt ist Schluss. Ach Gott, jetzt haben wir den einen in der Folge, müssen wir uns nicht anschauen. Könnt ihr daheim sehen, ihr habt es bestimmt gekriegt. Das ist immer so schön, dass er seit Jahren versucht, euch zu erklären, dass ich ein Idiot bin. Und ich sage, ich habe da noch nie was anderes behauptet, in Bezug auf den Udo. Und wie kommt man da jetzt an? Das hier? Ja. Ach, wenn man ganz brav ist vielleicht oder so. Das ist das 31. L ist ja nichts. L ist ja nichts. L. Und das ist das 31. Selbstgespräch. Die Holo-Arithmetik Gottes. Und L ist eigentlich nichts, also gibt es das eigentlich gar nicht. Geduld, das ist trotzdem, darum sage ich immer wieder, er ist der Einzige, der ein Privilegierter. Also, pass auf, Nina, nur geträumt. Ist nur geträumt. Du hast es auch. Übrigens auch diese schöne Polarität, wo ich immer sage, auf der anderen Seite haue ich euch so zu mit Intellekt, um auf der anderen Seite euch permanent zu sagen, dass ihr nicht braucht. Und darum, ich zitiere mich sehr oft ganz selbst aus dem Erwachen, aus dem Selbstgespräch, der Anfang ist köstlich, wo hier einfach beginnt, als Selbstgespräch, ich erkläre mir hier auf höchst intellektuelle Art und Weise, dass man für das Erwachen eigentlich überhaupt kein Intellekt benötigt. Punkt. Da können wir eigentlich schon aufhören zu lesen, wenn man demütig ist. Aber es ist halt, wenn du neugieriges Gotteskind bist, dann wirst du nicht den absoluten Einschlafen, den Tod anstreben. Diesbezüglich sind buddhistische Lehrer überhaupt keine neugierigen Gotteskinder oder Geisteskinder, weil denn ihre einzige Sehnsucht ist, zu verlöschen. Und das ist geistlos, also zeigt sich das, dass das eine absolut geistlose Lehre ist. Und wenn jetzt hinter meinetwegen anderen buddhistischen Glauben vertritt und er hat einen Hauch vom Geist, da muss er sagen, oh, das stimmt ja eigentlich, was der sagt. Wenn er zuhört. Aber die meisten ist so ein Filter eingeschaltet von Rechthaberei, dass alles, was gegen meinen Glauben ist der größte Besitz. Und wenn ich dir dann Glauben wegnehme, das ist noch schlimmer, als wenn ich dir dann Besitz wegnehme. Meins. Und das ist die Quelle von Reich. Was ja eigentlich gelehrt wird, auch von denen. Aber dann sage ich, wenn es in die Substanz geht, geht alles dahin. Das ist dann Andreas, wo Weisheit kommt, wo ich immer wieder sage, hier, und eine, egal wie, und ich spreche das nicht gerne aus, wenn du eine Woche mit Udo zusammen bist, oder jetzt wie mein Michael, der mit mir seit 14 Tagen jeden Tag spazieren geht, der sagt, das kann ein normaler Mensch gar nicht sich vorstellen, was man da alles erlebt, wie du an die Augen öffnest. Und ich kann es dann bloß immer als Mensch erfolgen, was ich dir sage. Auch die Normalität des Menschen, wo ich sage, mit Grippe, mit allem, was dazugehört, weil das überhaupt keinen Unterschied mehr. Das hat nichts mit der geistigen Sache zu tun, wo ich dir. Ich weiß nicht, was für ein Bier. Dieses hier oder das? Wunderbar, danke. Dann geht das los jetzt. Ja. Ne? Also pass auf, das ist jetzt so ein alter Trick, wo ich immer wieder sage, wir betrachten zuerst was. Erste Erkenntnis ist, wir denken uns was in eine Trinität, dieses Brahma, Vishnu, Brahma, Shiva. Vishnu ist das Licht im Projektor, das Brahma ist praktisch unser Display mit dem Programm im Hintergrund und Shiva ist das auf der Leinwand. Und ich habe in irgendeinem Selbstgespräch erkläre ich, dass bei einem Monitor diese Trinität in eins zusammenfällt. Das heißt, beim Monitor hast du ja Licht, Schatten und das Schöpferische, dieses Display in einen, wenn du das magst. Ich könnte jetzt sagen, hell, Arjuna und Krishna schwarz sind die zwei Seiten und alles, was dazwischen flackert, ist das Leben, zwischen diesen zweiten Extremzuständen. Das ist ja der Beginn von der Bhagavad Gita, wo hier der Krishna, der Lehrer, erklärt Arjuna, was der Krishna ist schwarz, der Lehrer erklärt Arjuna, dass er zuerst einmal hier sagt, diese berühmte Geschichte, schlacht zuerst all deine Verwandten tot. Wir sind immer wieder beim selben Thema und dann wehrt er sich, weil er sagt, die liebe ich doch, die kann ich doch nicht alle totschlagen. Und wenn man die Symbolik versteht, darum sagt auch dieser Jahwe, dieser grausame Gott, zuerst einmal, du musst den totschlagen und den totschlagen. Total machen heißt eins machen. Das ist wie mit den Löwen, der alles zum Fressen kann hat.
wenn ich so geistig unflexibel bin, dass ich das als grausam und als verlieren, man glaubt ja, wenn was tot ist, tot gemacht wird, dass man das verliert. Vom Geist aus gesehen machst du dich eins. Du wirst dadurch mehr und nicht weniger. Das ist jetzt das, was ich sage, wenn die Nadja an den Klaus denkt, dann fällt der Klaus in ihr. Wenn sie nicht an ihn denkt, vom Geist aus gesehen ist es da. Und jetzt mache ich zuerst ein Trinitätsbeispiel hier mit einer kleinen roten Rose. Und das, was die normale Physik lehrt, wir haben immer eine Lichtquelle, eine Sonne, und diese Sonne strahlt Licht ab. Und da sagt jetzt die Physik, dieses Licht ist ein Frequenzgemisch aus allen Farben gleichzeitig. Macht es einfach, Farben sind Frequenzen und diese Sonne strahlt diese Farben ab, das kann keiner sehen. Das ist ja schon der erste Licht, hat noch nie einer gesehen, da bin ich reichlich drauf eingegangen in Selbstgesprächen. Und dieses Frequenzgemisch aus allen Farben gleichzeitig, dieses weiße Licht, das man nicht sehen kann, strahlt auf diese Rose, trifft auf die Oberfläche der Rose und diese Rosenoberfläche ist so beschaffen, dass sie alle Frequenzen, das heißt alle Farben absorbiert und die rote Farbe, die reflektiert sie. Jetzt müssen wir uns zuerst einmal klar machen, was heißt eigentlich das lateinische Wort absorbieren, absorptio, heißt verschlucken. Das heißt, die isst, die frisst sämtliche Farben, bloß die rote, da ist sie gnaschig. Wie man bei uns in Frank sagt, die will sie nicht, die reflektiert sie, die spuckt sie aus und darum war diese rote Frequenz, fliegt dann zu dem Auge des wahrnehmenden Menschen hin, geht in das Auge hinein, Retina, Stäbchen, Zäpfchen, bla bla bla, in den Thalamus rein, was übrigens Schlafzimmer heißt, ins Sehzentrum und dann sieht er das Rot und sagt, die Rose ist rot. Nee, wir haben doch gerade festgestellt, dass Rot die einzige Farbe ist, die sie nicht ist. Das ist halt der Schwachsinn des Materialismus, was man wieder sagen kann, das sind Sprachspiele. Wenn ich zu dir sage, zeig mir ein Dreieck mit zwei Strichen, ist das auch kein Sprachspiel, das ist eine ganz klare Ansage. Wenn du zu blöd bist, Deutsch zu verstehen, weil du schon wieder drüber hinausrechnest, hast du halt ein Problem. Aber warum sagt man dann, das ist rot? Weil du so programmiert bist und das ist alles, was du zurzeit in dir hast, ist ein fehlerhaftes Wissen, das ist dein Führerscheinprüfungsbogen, wo du zu erkennen hast. Aber ich will auf was anderes hinaus. Das hast du zu mir stellen fest, wenn wir das jetzt detaillierter machen, jetzt mache ich einen Sprung in den 8. Band der Ohrenbarungen, wo ich das mit dem Laserstrahl erkläre, dass man Licht nicht sehen kann, dass wenn du jetzt einen Laserpointer nimmst und den einschalten tust, dann siehst du ja nichts. Und dann musst du einen Rauch reinblasen und dann sagt jeder, jetzt sehe ich ja den roten Lichtstrahl. Nein, du siehst nicht den roten Lichtstrahl, sondern du siehst Rauch und durch den Rauch, das sind Rauchpartikel, die Masse ist weiß und durch den Rauch geht eine Spur von roten Rauchpartikeln. Du siehst eigentlich rote Rauchpartikel. Aber du glaubst, du siehst den Lichtstrahl. Ja, wenn ich den Rauch wegmache, siehst du gar nichts. Also siehst du nicht den Lichtstrahl, sondern du siehst weiße und rote Rauchpartikel und dein Konstruktprogramm ist immer so, dass du meinst, wenn da ein Heliumlaserstrahl durchgeht, dass das dann der Lichtstrahl rot ist. Dieses rote Licht siehst du aber nicht. Und wenn ich jetzt dieses Beispiel nehme, dass du praktisch ein Licht, einen roten Lichtstrahl, der ausgesendet wird, dass du den sehen könntest, machen wir jetzt dasselbe wieder mit unserer roten Rose. Wir strahlen die rote Rose an, das Licht wird reflektiert und geht jetzt zu deinem Auge hin, okay? Das heißt, der reflektiert das rote Licht. Wieso, wenn ich jetzt hier einen Rauch reinblase, wieso sehe ich dann da kein rotes Licht zu dir hinfliegen, wie wenn ich einen Laserstrahl hinmache? Merkst du, da kommt das Ganze schon ins Wanken. Aber jetzt, ich will auf was ganz was anderes hinaus. Wir erweitern dieses Experiment einfach mal als Gedankenexperiment. Wir denken uns jetzt einmal, diese Sonne da oben, die strahlt dieses weiße Licht ab, das nicht nur aus allen Farben besteht, sondern da sind noch viele Frequenzbereiche, die außerhalb des Sehspektrums sind. Das weiß man ja auch. Aber ich mache jetzt einfach mal so die Idee, dass ich sage, dieses Licht besteht auch andere Frequenzen aus allen Formen. Das Licht besteht nicht nur aus allen Farben, sondern aus allen Formen und aus allen Gerüchen. Alles gleichzeitig kann man nicht sehen. Und es trifft jetzt auf die Oberfläche von dem Ding und es absorbiert sämtliche Farben bis auf Rot, sämtliche Formen bis auf die Rosenform und sämtliche Gerüche bis auf den Rosengeruch. Das reflektiert die, das fliegt zu dir hin und jetzt siehst du eine rote Rose, die nach Rose riecht. Das wäre das rote Wort Rose. Und jetzt, pass auf, das ist einmal hier Gedanken. Magst du, macht Sinn, weil was wir natürlich immer noch haben, wir haben das immer noch getrennt zwischen einer Lichtquelle, zwischen der Rose und zwischen einem, der das sieht. Was passiert, wenn wir die drei jetzt in eins vereinigen? Und ich sage jetzt, da ist ein rotes, da ist ein Licht. Das ist unser rotes Licht. Und das ist alles. Sämtliche Formen, sämtliche Gerüche. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Sämtliche Gefühle. Alles, was überhaupt denkbar ist, ist dieses Licht. Und wir machen jetzt ein Ding, das absorbiert. Und jetzt pass auf, jetzt ist interessant. Das ist immer eins, in eins gedacht. Das absorbiert
Alles bis auf irgendwelche bestimmte Sachen. Und diese bestimmten Sachen, die es nicht ist, die siehst du. Das Licht bist du selber. Das Licht bist du Geist, der du mich jetzt sprechen hörst. Du bist immer alles, bis auf das, was du jetzt wahrnimmst. Weil sonst könntest du es nicht wahrnehmen. Und das ist genau das, du glaubst jetzt, du bist nicht der Udo. Jetzt ist interessant, wenn du deine rechte Hand anschaust als Mensch. Schau doch mal die rechte Hand an. Wo war die jetzt die ganze Zeit? Schau in die Handfläche. Die war de facto ein nicht gedachter Gedanke. Ich habe jetzt durch ein Wort, im Anfang war das Wort was erschaffen, aber jetzt ist eine eigenartige Mischung. Vom wahrnehmenden Geist aus gesehen, ist jetzt der Geist, der die Hand wahrnimmt, ist was anderes wie die Hand, die wahrgenommen wird. Da ist aber der Wahrnitz, das ist ja mein Körper, also bin ich das ja. Schaust du jetzt aber von einem anderen die Hand an, das bist du nicht. Darum habe ich früher immer wieder gesagt, Margret, schau, wenn du die Hand anschaust, von dir Geist aus gesehen, da sagst du, das bin ich, und wenn du 10 cm rüberfährst, sagst du, das bin ich nicht. Das ist schon ein reines Konstrukt, eine reine Bewertung aus einer mechanistischen Logik heraus. Aber definitiv, Fakt ist, es ist ein und derselbe Geist, der zwei verschiedene Informationen anschaut. Es sind seine eigenen Informationen. Wenn du das begreifst, wirst du immer mehr wissen, was Liebe ist. Und jetzt ist es ein Geist, der sich wirklich eigene Gedanken macht über das, was die Wirklichkeit ist. Und da kommen wir den schönen Menschen drum. So, ihr werdet merken, so sehr das alles stimmt in dem letzten Update, diese ganzen buddhistischen, esoterischen Geschwätz, wir sind alle eins, wir sind alle Liebe. Es nützt einen normalen Menschen, den du dir ausdenkst, überhaupt nichts. Weil was du dir ausdenkst, kann ich sowieso nicht begreifen, weil das etwas ist, was du nicht bist. Sonst könntest du es nicht wahrnehmen. Du musst, um etwas lieb haben zu können, im normalen Sinn, musst du das zuerst hassen. Das ist die Ebene zwischen Hass. Das ist eine Gedankenwelle. Hassen und lieben ist. Du hast erst dann was, was du lieben kannst. Schlecht ist, wenn du zweimal doppelt hast. Du hast was und du hast es. Du willst es loshaben. Das ist aber genau das, was alle Weltverbesserer haben. Weil jeder Weltverbesserer, egal in welche Religion du gehst, die können noch so viel um Liebe sprechen. Kann jetzt hier so, wir haben ein Video, ein Jesus-Wahrheit zum Beispiel, Gott hasst die Sünde, sonst würde er hier und bla 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 bla. Das ist, da stellen mir die Haare zu Berge. Aber dann pfeife ich mich sofort wieder zurück, dass ich sage, dann müsste ich ja, wenn ich jetzt nicht schmunzle, es ist angenehmer darüber zu schmunzeln, weil was erwartest du von den Deppen? Du kannst nicht etwas erwarten an Liebe, wo du nicht selber begriffen hast. Und dann ist es einfach, alles was du denkst, sind geistlose Schatten. Das heißt, ganz einfach, Bewusstsein beginnt, dass wenn du jetzt da bist und du schaust aus dem Fenster und du siehst eine blühende Landschaft und du siehst also hier Bäume, Häuser, einen strahlend blauen Himmel, nur ganz wenige Wolken und eine strahlende Sonne. Und jetzt kommt dieser dumme Glaube, der diese Landschaft beleuchtet. Und jetzt verändere ich einen Parameter. Du sitzt in einem ganz großen IMAX-Kino drin und du schaust in eine blühende Landschaft mit allem drum und dran. Wenn du weißt, dass du in einem Kino sitzt, wirst du keine Sekunde mehr behaupten, dass die Sonne da vorne diese Gegenstände beleuchtet. Weil diese Sonne genauso etwas projiziert ist wie alle anderen Sachen auch. Das ist eine Facette und da gibt es im Kino nur ein Licht. Das ist der Träumer. Tattvam Asi, das bist du. Heißt es in den Upanishaden. Upanishaden. Da ist der Ani El Shaddai mit drin. Wenn ich jetzt das so um, wenn ich das jetzt der Schädel so heiße, ne? Aber wie gesagt, jetzt rein in Medizin, wir können ein eigenes Buch schreiben, bloß dass ich dir ein wo ich so immer sage, wir können ein Medizinbuch, jeden Fachbereich der Medizin, ob das jetzt Knochen sind, ob das, egal was im Bereich, jede, die ganzen Einzelteile der Fachwörter. Ich habe euch gesagt, wenn wir das Hammerbuch zum Beispiel nehmen, wenn wir eine Hammermedizin machen, ist erst immer wieder, der Hammer ist ein absoluter Materialist. Was hier letztendlich das Große ist, es ist was Ausgedachtes, der kann das auch nicht begreifen, was das Große ist, ist schlichtweg und einfach, dass hier die Erkenntnis ist, dass diese drei Ebenen, wo er anspricht, der Geist, die Psyche und die Materie, dass die zusammenhängen. Das ist, es ist eh alles eins, ich sage, das hängt prinzipiell alles zusammen. Und da gibt es ja die schönen Tabellen, wenn man sich da näher damit beschäftigt, wo du genau feststellen kannst, welche Psychose, praktisch welchen Krebs, welcher Schock, dieses Syndrom, welchen Krebs auslöst, und wenn ich euch die Tabelle zeige, die ich daheim habe, die Original-Hammer-Tabelle, und jetzt machen wir das nur mit den Worten, da stirbst du dann wieder total, das ist genauso krass, wie was ich euch gerade gezeigt habe, dass also hier diese Schockanalysen, wo du praktisch kriegst, zum Beispiel Knochenkrebs, Osteolysen, Os hast du einmal Knochen und hast aber auch Gesicht. Gesicht. Dasselbe hast du mit den Zellen. Das ist also, Entschuldigung, Ätzem.
Etz ist ja der Baum, das ist die augenblickliche Geburt. Und wenn man ein Mem hinten dran hängt, das Etzem, das ist das hebräische Wort für Knochen. Aber dasselbe Wort hast du auch selbst, das rote Selbst, der kann. Und jetzt ist es also, dass wenn hier Knochenkrebs, die Grund, jetzt kommt natürlich, dass es noch mit Rechtshänder, Linkshänder, wir wollen nur mal ganz grob, dass also hier immer wieder diese Schockzustände, also das löst laut Harmer, wird das ausgelöst durch einen Selbstwerteinbruch. Selbstwerteinbruch kann sehr vielfältig sein, teilweise sich auch zeigen mit einem überzeichneten Größenwahn. Unser Folge ist ein Musterbeispiel. Wenn er das schockmäßig kriegen würde, würde er jetzt rein in diesem Konstrukt einen Knochenkrebs kriegen. Selbst, weil das Ding, das selbst zusammenbricht, das bröselt praktisch das Gerüst und er versucht mit aller Gewalt sein Gerüst, sein logisches Gerüst, sein Ego am Leben zu halten, indem er nur geistlos nachplappert, aber ich lasse keinen Gott neben mir gelten. Und jetzt ist es irre, wenn wir das jetzt lesen würden, was er schreibt, das stimmt. Du wirst nie hören, dass was nicht stimmt. Was er aber nicht merkt, dass er derjenige ist, der sich am allerwenigsten an den hält, was er predigt. Dass keiner predigt mehr Feindbilder wie er. Das ist ihr Holofisten, das ist das Einzige, dass er allen Barmen vorwirft, dass die keine Ahnung haben von Holofeeling. Aber Holofeeling heißt das dann mal das Gefühl, alles zu sein, also wirft er es dann von sich selber vor, wenn er wirklich alles wäre. Ich sehe das als Udo ganz anders, dass ich immer wieder sage, wenn jeder von euch, ob ich jetzt Geist mein, definiere, wie es wollt, du Geist, wenn du nur dich selbst, das, was du zurzeit zu sein glaubst, nur ein Promille so wenig wichtig nehmen würdest, wie der Udo Petscher sich wenig wichtig nimmt. Und ihr wisst, jeder, der mich wirklich persönlich kennt, der weiß, das ist so. Das ist alles, was ich mache, mache ich nicht für den Udo, der stellt sich nicht vorne weg und dann doch wieder für mich. Aber dieses große Ich ist uns, das ist wir. Darum interessiere mich auch bloß Geistesfunk und nicht irgendwelche vergänglichen Personen, weil ich doch keine Eulen nach Athen. Das ist also, da ist schon immer drum, sag ich, der Geist, der mir jetzt zuhört, ist jetzt raumzeitlich gesehen auch der Geist in Facetten, der vor 10 Jahren mich in Almena zugehört hat. Es ist jetzt, es ist schon immer jetzt gewesen. Und wenn ich jetzt sage, ich brauche mir nicht einen Zollfall der Deppen ausdenken, dass ja viele kommen, da merke ich immer wieder, wenn du die, in die Programme reinschaust, dass die Welt retten wollen. Ich mache jetzt dieses Diana-Beispiel, was ganz lieb ist, was ein schöner Kreis ist, was sehr reizvoll ist, wenn du also hier jetzt in den Hintergrund reinschaust. Als Udo kenne ich die überhaupt nicht. Ich habe die noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie die aussieht, gar nichts. Als Udo. Aber ich habe da so einen guten alten Freund von mir. Und der ist ja, wenn weiter oben, der hat einen guten Überblick. Und der flüstert mir immer wieder was ein. Und es ist also so, dass also hier ein sehr schöner Kreis ist. Das ist in dem Wien, ist, überall ist ja das Erwachen. Denken wir uns jetzt aus. Es ist, weil wir es uns ausdenken. Und das große Sehen an Intellektuellen. Aber das schwingt halt dieses Bewusstsein immer noch mit Welt retten wollen. Weißt du, im Internet gibt es so tolle Seiten, die ganz tolle Videos machen, jetzt raumzeitlich gedacht, aber was mich dann immer wieder noch wundert, wieso sie dann einen Shop haben und irgendwelche Kristallsalze verkaufen und all die ganze Scheiße verkaufen. Und jetzt ist es natürlich, kommt schon wieder ein Jahr nein. Ja, na, soll mir dann aufhören? Das ist das Karma überwinden. Eben nicht um Himmels Willen. Es muss dir bewusst werden, dass du Schwachsinn magst und in dem Moment, wo du das jetzt nicht mehr magst, weil du es nicht willst, hast du nichts begriffen. Das ist das Ja-Nein. Du musst es weitermachen und das Schöne ist, in dem Moment, wo du die Sinnlosigkeit wirklich durchschaut hast, es geht nicht, ich will, ich brauche das, weil ich muss ja für was leben. Jetzt erkenne ich hier, der Meister sagt dir, das ist Blödsinn, ich mache das nicht mehr. Ist unbewusst, schwingt da schon Kaufmannsdenken mit, ich rechne mir aus, dass mir dann besser geht. Und das ist die Falle. Das ist wie, ob wir jetzt unseren Dieter nehmen mit, du warst da nie eingemischt, ist auch Dieter, geh doch auf in seiner Firma oder nicht, je nachdem. Und der muss das laufen lassen. Lass den Film laufen. Du sollst den Film verändern, den du anschaust, ohne dass du am Film was veränderst, sondern die Qualität. Und dann passiert nämlich was Eigenartiges, dass ich sage, wenn es dir gelingt, die Qualität deines Lebens, dieses Lebensfilms, den du zurzeit anschaust, zu schauen hast, der schon abgedreht ist, wenn dir gelingt, die Qualität zu verändern,